Hallo Freunde, willkommen zurück bei Skyrim. Ich habe mir mal angeguckt, was da stand mit dem Begleiter. Da stand, dein Begleiter möchte nicht länger warten und geht. Was soll mir das jetzt sagen? Heißt das, dass Lydia jetzt für immer weg ist? Oder bezog sich das auf Wilkas? Oder... Ach, Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. ich hab doch keine Ahnung. Und ich gehe mal eben hier zu dem Typ, der uns Sachen fürs Haus verkauft. Da würde ich nämlich gerne mal gucken, ob der noch was hat, was wir kaufen können. Wenn ihr mit den Schlössen umspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Weil die eine Ecke, die sieht doch im Haus noch ein bisschen karg aus. Und da würde ich doch gerne schauen, ob wir dafür noch was kaufen können. Und dann besorgen wir das nächste Buch und dann ärgere ich mich wahrscheinlich wieder, dass wir da wieder nur so wenig Gold für kriegen und nehme dann wahrscheinlich trotzdem die nächste Aufgabe direkt an. Nee, müssen wir mal gucken. Da sitzt der Jarl. Die steht wahrscheinlich immer hier. Hier läuft ein kleiner... Und wieder ein Wanderer, der die Stiefel meines Vaters lecken möchte. Gut gemacht. Du, ich wäre feuchtig. Ich möchte mit dir Der Jarl reden. ist, wie ihr euch sicher denken Aber wird, sehr hier können wir beschäftigt. auch noch Arbeit. Ich Gut, euch vielleicht helfen? ja. Wo waren das? Ach da, das Dunkle, Da klar. helfe ich. Und natürlich, also, Ja. was möchtet ihr gerne kaufen? Wir können auch den Alchemielabor kaufen. Für 500 machen wir Sehr gut. mal. Möchtet ihr sonst noch etwas kaufen? Ja, das andere haben wir auch schon. Wie ihr wünscht. Kommt wieder, wenn ihr neue Dekorationen für euer Zuhause erwerben wollt. Sag mir Bescheid, wenn du das hast. Ich suche nach Arbeit. Der Jarl hat ein Kopfgeld auf einige Banditen ausgesetzt. Ah, das klingt doch schon Dieses besser. Dokument enthält weitere Einzelheiten. Oh, das klingt doch schon besser. Ihr habt bereits alle verfügbaren Verbesserungen gekauft. Leider habe ich sonst nichts mehr im Angebot. Okay, gut. Das wollte ich nur wissen. Genießt Dann. euren Besuch im Drachenfeste. Ich würde gerne hier noch einen Drachen festigen. Also noch einen Drachen fangen. Aber es geht ja nicht. Auf jeden Fall, oh, wenn es geht, dann weiß ich nicht genau wie. Gehen wir mal eben noch nach Hause, gucken mal, wie es jetzt aussieht. So. Ja, was das mit dem Begleiter soll, möchte ich länger warten und geht. Geht wohin? Geht für immer? Geht dahin zurück, wo wir ihn zuerst getroffen haben. Und was für ein Begleiter war das, der gegangen ist? Ich lüge nicht. Ich habe das Heulen der Werwölfe selbst gehört. Die Legenden sind wahr. Fragen über Fragen und ich habe keine Antwort drauf. Vielleicht ja ihr. So. Ich wette mal, der steht jetzt hier hinten in der Ecke, richtig? Aha. Aha. Das ist ja mal interessant. Na gut. Da steht eine Truhe? Nee. Können wir... Da können... Noch eine Truhe, das heißt, wir können da auch noch Sachen reintun. Okay, dann werde ich wahrscheinlich die... Dann werde ich irgendwann, das werde ich auch Oski machen, die ganzen Zutaten, die wir oben in der Truhe haben, werde ich alle da rausnehmen und hier unten in die Truhe tun. Machen wir die Tür erstmal wieder zu. Und gehen. Dann beschaffen wir halt erst das Buch. Genau, so machen wir, beschaffen erst das Buch, da war ich noch nicht. Und erledigen dann die Kopfgeldsache. Hallo? Ja, er hat echt viel zu sagen, der Gute. Dort haben wir wieder zwei Sachen. Wartet mal, J. Verschiedenes. Das kommt später. Das müssen wir machen. Da brauchen wir auch Farmerblut.
das können wir noch machen, das haben wir schon. Und die müssen wir noch alle finden. Ach du Scheiße. Ja. Das eine geht schnell, das andere wird sich hinziehen. Und das mit den 24 Steinen weiß ich nicht, ob wir das jemals schaffen werden. Oh, schon wieder keine Ausdauer mehr. Hopp. Egal, beschaffen wir erstmal das Buch. Ja, ist schon wieder ein Drache. Da oben auf der Karte. Oder oben auf dem Kompass. Sieht man's. Da steht ein Mammut. Uah! Was war das denn? Uah! Sag mal. Boah. Und Hilfe! Ich werde von einem Mammut gejagt. Und auch noch, boah. Ich will ja nichts sagen, Leute, aber ich glaube, ich habe ein kleines Problem. Alter. Da kommt das Mammut. Gleich trifft es uns. Da ist das Buch drin. Oh. Speichern. Hilfe! Hilfe! Ich würde ja schon gerne platt machen, aber alleine wird das nicht und wir können noch keinen Schrei einsetzen im Moment. Komm schon. Und vor allem, wir können jetzt nicht schnell reisen. Autsch. Komm schon, du Schrei, erhol dich hier. Ich glaube, ich lasse dich einfach in Ruhe. Können wir reisen? Geht sogar. Gut. Heieieiei. Meine Güte, ey. Mammut und ein Riese und dann noch so ein paar Frostspinnen. Die Frostspinnen waren einfach, das andere... Hallo. Könnt ihr womöglich Gesargo helfen? Mal schauen. Ihr seid neu, stimmt's? Beherrscht ihr schon die Expertenstufe der Zerstörungszauber? Nein. Noch nicht, aber ich arbeite daran. Ah, das ist gut. Aber Gesargo wird sie zuerst beherrschen. Es ist eine gute Sache, endlich mit Magiern zusammen zu sein, die mit Gesargo mithalten können. Wobei habt ihr Hilfe gebraucht? Gesargo hat gesehen, dass Tolvdir euch mag. Ihr habt sicherlich große Magiefertigkeiten. Stimmt's? Gesargo ist sehr fleißig. Schafft es jedoch nicht alleine.
Könnt ihr ihm helfen? Wobei denn? Wie kann ich euch denn konkret helfen? Cesargo hat sich sehr bemüht, neue Zauber zu lernen und neue Dinge auszuprobieren. Cesargo wird ein ganz besonderer Magier sein. Aber Cesargo ist so fleißig, dass er keine Zeit hat, diese neuen Zauber auszuprobieren. Wenn ihr mir mit dem Testen helft, wird das Lernen einfacher. Cesargo, gibt euch die Schriftrollen und ihr benutzt sie und berichtet von den Ergebnissen. Hört sich doch gut an, oder? Sagt Cesargo einfach Bescheid, wenn ihr fertig seid. Wenn du nicht aufhörst, von dir in der dritten Person zu reden, mein Freund. In Ordnung. Da könnt ihr nicht widerstehen, stimmt. Dann kriegen wir wenigstens neue Zauber. Mal sehen. Das da, glaube ich. Cesargo hat das als hervorragenden Flammenmantel der besonderen Art entworfen. Der ist besonders bei Untoten stark. Fackelt sie im Handumdrehen ab. Oh, das klingt gut. Cesargo gibt euch viele dieser Schriftrollen. Probiert sie aus und kommt wieder, wenn ihr sagen könnt, ob sie funktionieren. Heieiei, 10 Stück, okay. Eine Untoten aus. Oh ja, okay. Warum habt ihr euch an der Akademie eingeschrieben? Den Magiern in Sirodin geht es nur um Politik. Die Synode und die Akademie des Flüsterns sind zu sehr damit beschäftigt, Geheimnisse zu hüten, als zu lehren. Himmelsrang war nicht Cesargos erste Wahl, aber Winterfeste hält sich von politischen Dingen fern und widmet sich ganz der Forschung. Dies ist der Ort, an dem Cesargo groß werden wird. Ja. Cesargo wartet darauf zu hören, wie gut seine Schrift war. Ja, dann warte mal. Cesargo kann kaum abwarten, zu erfahren, wie die Schrift. Alter! Meine Güte, steht ja auf einmal wieder direkt da. Cesargo. Der Typ, der in der dritten Person von sich redet. Jetzt krabbelt die blöde Fliege über meinen Bildschirm. Ich glaub's nicht. Was bist du denn für einer? Lasst es mich wissen, falls ihr Hilfe bei Beschwörungstechniken benötigt. Und führt eure Beschwörungen bitte nur auf dem Gelände der Akademie durch. Die Leute sollen nicht auch noch durch Atronachen in Aufruhr versetzt werden, die durch die Stadt streifen. Das Beschwören von Untoten ist außerhalb der Akademie noch weniger ratsam. Aha. Ich bringe euch etwas von meinem Wissen bei, aber seid vorsichtig. Zack. Jo. Aha, Stufe, Stellung, Training fortzusetzen, okay. Möge euer nächster Gegner erscheint noch in einem Stück zu sein. Wie viel kriegen wir dafür? 24. Boah. Danke. Jetzt habe ich die Schnauze voll hier. Was bist du für einer? Vielleicht bleiben wir ja die nächsten paar Jahrzehnte von Katastrophen verschont. Ihr meint amtliche Angelegenheiten? Nun, nein, nicht wirklich. Okay. Aber mir ist aufgefallen, dass ihr euch ziemlich gut macht. Mit euch geht es steil bergauf. Es mag ja nicht amtlich sein, aber es gibt da ein Projekt, an dem ich arbeite. Ich frage mich, ob ihr mir vielleicht damit helfen könntet. Habt ihr es mit etwas Gefährlichem zu tun? Könntet ihr mir mehr über euer Projekt sagen? Nein, ich glaube nicht. Nicht jetzt. Es ist nur... Ich weiß nicht, ob wirklich etwas daraus wird. Es ist bis jetzt alles sehr theoretisch, ihr versteht? Die Folgen sind aber äußerst faszinierend, glaube ich.
Ich brauche einfach einige Ergebnisse aus meinen Experimenten, um meinen Verdacht zu bestätigen. Bringt mir einfach ein paar Dwemer-Zahnräder. Ich muss sie auf ihre Herstellungsmethoden untersuchen. 10 davon sollten reichen, um mir einen tieferen Einblick in ihre Herstellung zu geben. Mehr brauche ich nicht. Verstanden? Im Ernst? 10 Fässer. Was genau sollen wir dem jetzt bringen? Bringe 10 blablabla, mehr als Dwemer Zahnräder. Ein Zahnrad liegt noch bei den Klingen. Da gehe ich mal hin. Und da steht, oben steht Zahnräder, unten steht Fässer. Was genau will der jetzt? Deswegen gehe ich mal eben zu den Klingen. Die war hier, wartet. Tempel der Himmelszuflucht, wo bist du? Da. Da müsste doch ein Zahnrad liegen. Wenn dann da steht 1, dann wäre es ja okay. So. Schwupp. Dwemer Zahnräder. Oh, blöde Fliege, Mann. Huch. Wir haben uns nichts zu sagen, solange Partonax noch lebt. Ich will den nicht umbringen. Ihr müsst doch... Ich meine, hier hätte ich mal ein Zahnrad hingeschmissen, oder? Jo. Toll, steht aber nichts davon. Na gut, dann gucke ich mal. Wenn wir dann Zahnräder haben. Hier liegt noch was. Also auch nur ein Stahlschwert. Und kein besonderes. Ebenerzbarren, den haben wir doch. Wir haben eben Erzbarren, meine ich, in der Truhe bei uns. Geh ich mal gucken. Ist hier noch? Ach, hier ist eine Treppe. Warte mal. Hier ist eine Treppe. Wo führt die Treppe hin? Die führt auch nur nach hier oben, wa? Jo. Gut. Was war das? Ja, ich weiß, wir haben jetzt nichts zu sagen, solange... Mann, ey. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ob ich Partonax umlegen soll oder... Oder nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Na gut. So. Schwupp. Ich meine auf jeden Fall, wir hätten sowas mal gehabt. Mal schauen. Ebenerzbarren. Da, nee. Ist das hier irgendwie sortiert? DE. Ah, es war die Ebenerzklaue. Okay, da haben wir es doch nicht. Wir haben Eisenbarren. Kein Ebenerzbarren. Ha! Was war das? Das war Golderz? Eine Laute. Was war das denn?
Ah, genau, es war so einer. Quicksilberbarren. Ein paar Schriftrollen. Ach ja, diese Hexenköpfe. Das waren. Silberbarren, Stahlbarren. Okay, das war auch kein Zahnrad. Hier fängt es wieder mit A an. Wie ist denn das? Ist das. Wie zum Henker ist denn das Ganze hier sortiert? Oder ist das überhaupt nicht sortiert? Heieiei. 70 hat der. Oh Mann. Okay, ich glaube, hier unten sind jetzt noch die ganzen Waffen, wenn ich das richtig sehe. Waffen und Rüstung ist hier unten, oder? Sieht auf jeden Fall so aus. Kopfschmuck? Ja. Okay, haben wir gar nicht. Na gut. Freunde, würde ich mal sagen, ich beende den Part wieder mal hier zu Hause. Sage bis dann und ciao.